Hey Leute, Robert hier. Heute bin ich mal unterwegs zusammen mit meiner Frau, die gerade filmt. Und wir sind im Sauerland und wollen dem Sauerländer Höhenflug folgen ein Stück. Und werden dem Weg folgen und dann Bogen laufen, weil wir uns hier im Außenbereich einer Schlaufe befinden. Und wenn es euch interessiert, dann kommt doch einfach mit. Ja, und hier haben wir digitales Poporea, den roten Fingerhut. Der tritt unter anderem auch sehr häufig auch auf im Schwarzwald, deswegen werden vielleicht einige von euch kennen. Ich hoffe, ich kann Innenaufnahmen der Blüten machen, keine Ahnung, ob man es sehen kann. Eine sehr schöne Pflanze, aber hochgiftig. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir haben unser Nachtlager aufgeschlagen. Meine Frau hier in der Didi Travel Hammock und ich im Snugpack Stratosphere. Und jetzt gibt es erstmal Abendessen. Ja, morgen Leute. Wir haben jetzt gerade dekadent, wie wir sind, noch im Biwaksack liegend Kaffee gemacht. Und dann wollte ich mein Kaffeepulver verrühren, ziehe mein Messer und zack. Ohne irgendwelchen Gebrauch, noch nicht mal Missbrauch, Gebrauch. Ich habe damit gestern ein paar Heringe geschnitzt, mehr nicht. Ist mir völlig schleierhaft, wo das ist. Ich hatte es in der Tasche über Nacht, also ich kann mal drauf gelegen sein, aber wie man sieht, wird dabei ja nicht die Klinge beansprucht. Also daran kann es auch nicht gelegen haben. Völlig schleierhaft, was da passiert sein könnte. Der einzige andere Fall, wo mir sowas bekannt ist, das ist beim Late Boy Scout. Das ist ein amerikanischer Gear Reviewer. Und der hat aber mit seinem Cold Steel Messer betont. Und da hat dann Cold Steel im Antwortbrief, sie haben das Messer anstandslos ersetzt, aber im Antwortbrief auch gesagt, das ist nicht zum Betonen gedacht. Wobei man jetzt beim Messer, das sich Survival and Rescue Knife nennt, darüber durchaus streiten kann. Aber hier habe ich ja nichts damit gemacht. Ich habe nicht gehackt, nicht gespalten, nichts dergleichen. Deswegen, dieses Messer werde ich an Cold Steel zurückschicken, werde es reklamieren und dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was dabei rausgekommen ist. So, und jetzt trinke ich erstmal noch in Ruhe meinen Kaffee und dann schauen wir weiter. So, das Lager ist abgebaut und damit machen wir uns wieder auf den Weg.
Wetter warten wir mal kurz ab. Und damit sind wir auch direkt wieder im Auto.